Okay, geht los. Der neue Stern am YouTube-Himmel, ein kometenhafter Aufstieg von 0 auf 800.000 Klicks und das in nur 2 Wochen. Kasim Afburgara hat einen Putzensong aufgenommen, in dem er beschreibt, dass ihm alles egal ist und er hebt plötzlich in den sozialen Netzwerken und auf YouTube voll ab. Wir sprechen mit dem Berliner, der jetzt in seinem Studio sitzt und hoffentlich an einer neuen Spruch feilt. Hallo Kasim. Hallo Miriam, herzlich willkommen zu der Sendung MDR Jump mit Miriam Jam und Kasim. Kannst du Frage stellen? Aber du hast schöne Namen, Miriam. Ja, Miriam, 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 Miriam. Okay, kannst du Frage stellen, bitte? Wunderschön. Kasim, ich habe in einem anderen Interview gesehen, dass du der Interviewerin Blumen mitgebracht hast. Hast du was für mich vorbereitet? Auch? Ich habe leider keine Blume, das war ein erstes Interview. Was habe ich da? Mein Manager, ich habe Ente, habe ich da. Blume, ich habe heute nichts da. Na toll. Gut, tut mir leid, aber ich kann ein Lied, ich habe schon Miriam Lied gemacht für dich. Ist okay oder? Das ist schön. Okay. Okay. Woher tut mir leid, nächstes Mal dann Blume, ja? Ja, mach mal dann. Woher kam die Idee für Spital? Ist mir egal, wieder die Idee fragst du, ja? Wie geht das dann? Soll ich wieder erzählen? Ja, Idee, weißt du, ich habe schon erzählt, aber ich kann nochmal erzählen, egal. Ich war in Döner, weißt du, Dönerladen, ich habe im Dönerladen gearbeitet. Ja. Dönerladen heißt Heimat, weißt du? Der heißt so von Ali, der hat Heimat, ich weiß auch nicht warum. Und ich habe immer bei Arbeit, ich habe gearbeitet, aber ich habe auch gesungen, weißt du? Mhm. Ich habe immer Döner angeschaut, habe immer gesungen, Döner dreht sich immer weiter, Leben ist wie ein Leiter. Und der Chef sagt, warum singst du hier lang? Und der hat mich geschmissen, Straße. Mhm. Der hat gesagt, raus hier von meinem Laden, hier gibt's nichts Musik, geh Straße. Straße hat keine Ohren, kann nichts, Kopf kaputt. Der sagt, Kopf kaputt von meinem Singen. Und der hat mich rausgeschmissen. Dann, ich war ein bisschen traurig, weißt du, war noch Regen dieser Tag, ich bin ein bisschen heimgelaufen und so. Und dann, ich war zu Hause, mache ich Briefkasten auf. Nur Rechnung, weißt du? Nur Rechnung. Nur Scheißdreck. Nur Rechnung. Dies zahlen, dies, das. Was weiß ich, alles bezahlen. Und dann, ich war in Dings, in Haus. Briefkasten bei mir ist in Haus, ja? Ja. Und da ist eine Treppe auch und so. Und ich habe gesehen, Rechnung, habe ich mir gesagt, ist mir egal. Ist mir scheißegal. Dann habe ich so ein bisschen gesungen, weißt du? Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Egal. Und dann... Dann eine Nachbarin kommt von Treppe, sagt, was machst du hier? Ich so, okay, passt schon, tut mir leid. Und ich bin in ein Haus rein. Und dann, ich habe Keyboard angefangen und habe alles gemacht. Beat suchen, Tone. Und dann ist Lied gekommen. Ja. So, ich bin Musiker, weißt du? Absolut. Ich hab jetzt gelernt, auch Wort Songwriter, glaube ich, bin ich, oder? Ja, absolut. Was glaubst du denn, warum geht denn dein, nennen wir mal, Song so durch die Decke? Weiß ich nicht, vielleicht den Leuten gefällt oder so, vielleicht. Vielleicht deswegen, oder? Was meinst du? Vielleicht dem gefällt. Ja, ich glaube, weil du aber auch so gut aussiehst, das passt einfach. Das ist ein super schöner Song. Ach so, du willst wieder flirten, Miriam, du willst wieder flirten. Willst du Interview oder willst du flirten? Was willst du? Ich will alles. Alles, willst du komplett, ha? Na klar. Bist du ein Powerfrau, ha? Aber bis jetzt einmal passiert. Ein Junge hat gesagt zu mir, ist mir egal. Ich so, ist mir auch egal, Land. Und der hat Foto gemacht und so. Ja, war gut. Ich glaube, den gefällt den Leuten das. Bist du jetzt eigentlich reich? Weil dein Lied gibt ja jetzt auch auf iTunes und geht bei YouTube voll ab. Hast du jetzt richtig fette Kohle? Nee, nix. Ich weiß auch nicht, wie den geht, wie man Internet, weil das... Klick kostet nichts, keine Ahnung, wie kann man Geld verdienen im Internet? Ich habe nichts verstanden. Ist auch egal. Keine Ahnung. Wird's denn aber noch? Aber egal, keiner Geld, ist mir egal. Ja. Wird es denn noch eine weitere Strophe geben jetzt in Zukunft? Eine Strophe vielleicht nicht, aber neue Lied, ich habe im Kopf ein paar, ich habe ihn im Kopf, weißt du? Aha. Ja, kannst du da. Du musst immer gucken, dass du weiter, weißt du? Leben ist wie Schokolade, weißt du? Schmilzt in Sonne, aber nicht im Mond, weißt du? Das ist normal. Du musst immer weiter, Döner dreht sich immer weiter. Hast du denn schon eine Kostprobe von deinem eventuell neuen Song?
Ah, ich habe momentan, ich habe nur im Kopf, weißt du, ich mache nichts mehr. Ich mache nur im Kopf. Ja. Und dann irgendwann, ich muss rauslassen, weißt du, dann mache ich irgendwas, Keyboard, suche ich Akkorde und dann kommt von selbst und vielleicht ich mache auch Video, mal gucken. Okay. Ich muss gucken, weißt du, jetzt ich muss mal gucken, was passiert noch. Absolut. Was sagen eigentlich deine Eltern zu dem Erfolg? Meine Eltern freut auch. Ich habe mit denen gesprochen auch. Und ja, gefällt meinem meine Vater macht auch ein bisschen Musik. Mhm. Allein unter Halter dies das Hochzeit. Ich mache auch manchmal Hochzeit von Dingen, ich habe gemacht. Von Özgür und Ayşe, ich habe letztens gemacht den Hochzeit. Ja. Also geht schon, musst du gucken, weißt du. Also die gefällt auch, meine Mutter gefällt auch. Die kann auch gut singen. Auch ja. Hausfrau gut singen aber. Werden wir denn eventuell in einem deiner kommenden Videos auch mal ein paar von deinen Familienmitgliedern oder Freunden kennenlernen? Oder vielleicht den Typ, der dich beim Döner rausgeschmissen hat? Mal gucken, ich weiß noch nicht, weißt du, ich mache immer so spontan. Und dann, ich bin meistens zu Hause, wenn mir einfällt, weißt du? Und normal, ich kann besser denken, wenn ich alleine bin zu Hause, weißt du? Und da ist niemand da. Und dann, ich mach einfach, ich weiß nicht. Mal gucken, ich weiß nicht, du weißt nie, was kommt, weißt du? Leben ist wie Dings. Leben ist wie, Schokolade? Praline, schmeckt gut, ja. Weißt du, Dings hat gesagt, Forrest Gump, weißt du, kennst du deinen Film? Ja, natürlich. Kennst du den Film? Der sitzt auf Bank und sagt, Leben ist wie eine Praline. Schmeckt gut, sagt er. Ja, genau. Oder so ähnlich. Ja. Hast du eigentlich wirklich keine Freundin oder ist das einfach, weil du willst, dass die Mädels so wie ich alle auf dich stehen? Ich habe wirklich keine Freundin. Woran liegt? Ich lüge nicht. Warum soll ich lügen? Ich habe keine Freundin. Aber hättest du gerne eine? Ja, warum nicht? Miriam, Miriam, yam, yam, yam. Miriam, 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 yam. Ich hab dich gesehen im Radio. Du bist hübsche Frau. Herzlichen Dank. Möchtest du vielleicht noch einen Aufruf an alle Mädels in Sachsen-Anhalt und Thüringen starten und dich noch mal kurz vorstellen und sagen, was sie so mit dir kriegen würden? Vielleicht kriegst du ein paar Zuschriften? Wo bist du in Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt, Thüringen, was ist das Land? Ich bin Berlin drin jetzt. Ist in der Nähe oder weil ich, was soll ich Freundin 1000 Kilometer weg, was brauche ich denn? Da kann man aber doch fahren. Du musst auch dann ein bisschen Einsatz bringen. Ach so. Ja, okay, dann hallo Frau von Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ich bin hier in mein Zimmer drin. Ich bin alleine. Komm vorbei. Wir können ein bisschen singen. Und tanzen, was du willst, ich mach alles. Ich glaube, da kommt bestimmt was bei rum, aber... Mit meiner Maschine. Kasim. Miriam, was los? Ja, sag ein. Der neue Stern, ich wollte dich noch ausspielen lassen, ich wollte dich nicht unterbrechen in deinem wundervollen Keyboard-Spiel. Ja. Genau. Aber du bist der neue Stern am Kümmel und auch, wenn ihm sonst alles egal ist, mit uns hat er gesprochen. Vielen Dank dafür, einen schönen Nachmittag und ich mach mich auf den Weg, ich bin gleich bei dir. Okay, danke dir. Kommst du vorbei, ja? Ja, ich komm vorbei. Okay, Bett ist ein bisschen unordentlich, aber geht. Kann man machen. Ist mir egal. Okay, kannst du dann machen, mein Bett, ja? Hast du einen schönen Nachmittag. Okay, Frühstück gibt's vielleicht auch. Brauch ich nicht, danke. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss.